Eigentlich müsste mit diesem Finanzmarktcrash dem Letzten klar geworden sein, dass der Markt ohne Regeln vor die Wand fährt, dass die ungezügelte Gier und die Profitmaximierung eben fatale Folgen haben können. Ich erinnere mich auch an die ganzen Reden, die dann in der Folge gehalten worden sind, wo selbst aus der christlich-demokratischen Union oder eben im breiten Feld in der Gewerkschaft gesagt worden ist, ja, hier geht wirklich grundsätzlich was schief, wir müssen hier umsteuern, wir brauchen neue Werte, andere Orientierung, weg vom Shareholder Value und so weiter, hin zu mehr Regulierung der Märkte, zu einer gerechteren Verteilung statt so einer immensen Anhäufung von Reichtum. Da kann ich nur sagen, ja, ja, müssen wir. Aber ich meine, der zweite Schock, den ich dann hatte, das war, dass nach einer kurzen Phase der Scham genau dieselbe Politik, die uns da vor die Wand gefahren hat, eben wieder fröhliche Urstände feiert. Ich bin schon der Auffassung, dass das System crasht. Punkt. Also, womit wir es künftig zu tun haben, ist nicht eine Situation, wo einfach so etwas ist wie ein fortgesetzter Siegeszug des Neoliberalismus und so weiter. Der wird noch ein Weilchen so weitergehen. Aber womit wir es im Moment zu tun haben, ist tatsächlich ein Systemzusammenbruch, der aber schon vielleicht seit 20 Jahren stattfindet. Parallel zu dem, was ich vorher beschrieben habe, zu den Entwicklungen, sagen wir mal, der letzten 20 Jahre, Neoliberalismus etc., vollzieht sich ja auch noch, zumindest in solchen Ländern wie der Bundesrepublik, eine radikale Entpolitisierung oder hat sich vollzogen. Ja? Menschen treten nicht mehr für ihre Interessen ein. Menschen sind wenig bereit, überhaupt es für möglich zu halten, dass sie für ihre Interessen eintreten können. Und das liegt meines Erachtens nach nicht unbedingt daran, dass sie dümmer geworden sind, sondern es liegt daran, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Kultur zu verzeichnen haben, die sehr statisch ist, die sehr wenig über Möglichkeiten diskutiert, die sehr utopiefeindlich geworden ist, die im Grunde genommen einen sehr starken Gegenwartsbezug etabliert hat, in dem alles gewissermaßen in sich selber kreist, ja, wo alle ein bisschen ängstlich sind, wie das Ganze wohl weitergehen mag, aber je ängstlicher sie sind, desto stärker wird die Gegenwartsfixierung. Was jetzt mir wichtig ist, wir haben hier mit der Austeritätspolitik und diesem fatalen Fiskalpakt eine Situation, wo in Beton gegossen werden soll, eine falsche Politik, ein falscher Kurs für Europa, der dann für Generationen nicht mehr änderbar ist, was ich, oder nur sehr schwer änderbar ist. Was ich daran total fatal finde, ist, eigentlich ist das eine völlige Entwertung von Demokratie, weil, ich meine, wir können dann noch neue Gesichter wählen, aber wir können, glaube ich, keine andere Politikrichtung mehr wählen. Also Keynesianismus dürfte dann mit Inkrafttreten des Fiskalpakts schlicht nicht mehr wählbar sein. Und ich würde gerne, dass die Menschen wieder in eine Lage kommen, sich selber zu mächtig, also als Teilhaber und Teilnehmer emanzipatorischer und partizipatorischer Prozesse zu verstehen. Das bedeutet aber mehr wie nur über Sozialismus oder Kommunismus zu reden. Und die eine Frage ist, wie kriegt man den großen Wurf mit der Alternative sichtbar? Und klar, dass es eine andere Gesellschaft gibt, eine andere Gesellschaft möglich ist, für die es sich auch lohnt zu engagieren. Die Frage, die da drunter liegt, wenn man es etwas kleiner macht, ist ja die Frage, was kann man denn tun, um dieser angeblich alternativlosen Sachlogik was entgegenzusetzen? Wo haben wir da Ansatzpunkte, wo haben wir da auch politische Antworten auf Teilfragen, auf wichtige Teilfragen, für die wir werben können
und über die wir einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, eine Mobilisierung für einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess hinbekommen. Ich will da einfach zwei Beispiele sagen, wo ich glaube, dass man ansetzen kann über Alternativen, um den Blick zu drehen, die Scheuklappen an der Stelle zu lösen. Das eine davon ist das Beispiel bezogen auf den DGB-Index guter Arbeit. Und ich will einen zweiten Punkt sagen, an dem wir konkret ansetzen können. Auch das ist jetzt nicht der große revolutionäre Wurf, aber ich glaube, für die Veränderung in den Köpfen wichtig, nämlich das, was wir jetzt als Rentenmodell auf den Weg gebracht haben von Seiten des DGB. Ich habe ja eben, während ich Annelie Buntenbach zugehört habe, auch über den großen Wurf nachgedacht oder das große Gegenmodell, die Alternative zum Bestehenden, was auch immer. Und aus meiner Sicht besteht ja gegenwärtig sowohl das Problem als auch die Chance darin, dass gar kein Gegenentwurf vorliegt. Wo man ansetzen muss, ist erstmal noch eine ganz offene Frage und was eigentlich die bindenden, die Kristallisationspunkte für mögliche Repolitisierung und Vergemeinschaftungsformen sind, das ist aus meiner Sicht eine offene Frage. Zum Beispiel die extreme Leistungsorientierung und die auch eben durch diese institutionellen Veränderungen wie Schulzeitverkürzung, Veränderung von Studiengängen und sonst was resultiert hat auf die Kids, die heute 15, 16 sind, die ja natürlich überhaupt keine Erfahrung in politischer Organisation haben, die überhaupt kein kulturelles Modell von Entwicklung von Gegenmacht überhaupt kennen aus ihrer eigenen Lebenszeit her und in einer Situation sich befinden, wo sie Tag für Tag ganz handfest nicht mitgeteilt, sondern aufgedrückt bekommen, dass sie das und das und das und diese Leistung bringen müssen und sonst was. Das wird zum Beispiel ein hochinteressanter Punkt werden. In der Bundesrepublik geht das ja im Moment noch gerade, aber Spanien ist als Beispiel schon genannt, Griechenland und so weiter. Arabellion, auch interessanter Fall. Was passiert eigentlich in dem Moment, wo diese Anstrengungen sich nicht auszahlen? Wenn die Gesellschaft das nicht zurückzahlen kann, was sie denen aufdrückt an Leistungsabforderung, ja, wenn die realisieren, it doesn't pay, dann ist zum Beispiel eine Situation da, wo ganz sicherlich sich Protestpotenzial entfalten wird. In welche Richtung das dann geht, das ist, glaube ich, die entscheidende politische Frage. Und welche Form von Vergemeinschaftungsform, Organisationsform oder sonst was man für solche Situationen hat. Und ich glaube, es kommt aus meiner Sicht eher darauf an, ein Sensorium für diese Art bislang noch gar nicht richtig bekannter Entwicklungen zu haben, als darauf zu setzen, dass es sowas gibt wie alte, ja, also so Arbeiterbewegungsgeschichten und so weiter, das haut nicht mehr hin. Einer trage des anderen Last und wer mehr tragen kann, muss auch mehr auf die Schultern geladen kriegen. Und die Frage ist, ob wir die Kraft dazu entwickeln, dass solche Sätze in den Mittelpunkt von Auseinandersetzungen kommen, ohne dass jemand nur christlich werden muss. Aber die Frage, einer trage des anderen Last, als Lastenausgleichsauseinandersetzung wäre mal eine spannende. Nach 45 in Westdeutschland hatten wir das, da hieß es Lastenausgleichsgesetz. Über sowas darf man ja heute offenkundig nicht mal mehr reden. Ich glaube, der Schlüssel ist aus meiner Sicht bei dem genannt worden, was Bodo eben angesprochen hat, nämlich die Frage von Solidarität oder ich sag mal die Frage, wie bekommst du das hin aus dieser unglaublichen Individualisierung, die wir hier haben, wieder eine gemeinsame, auch ja, gemeinsame Einmischung, Organisierung hinzubekommen, damit die Menschen ihre Interessen sozusagen mit formulieren können und dafür auch gemeinsam sich einsetzen können, damit man nicht ständig so darüber hinweggehen kann, wie das jetzt im Moment der Fall ist. Aber das geht nur auf einer starken Grundlage. Und diese starke Grundlage ist aus meiner Sicht dieses gemeinsame Rangehen, diese gemeinsame Organisierung. Da sind Gewerkschaften ein wichtiger Ort, an dem das stattfindet und um den, wo es darum geht, das zu lernen. Aber da geht es auch genauso um andere Formen von kollektiver Solidarität. Thank you.
We'll be right back.